meine sehr verehrten Damen und Herren. So muss doch so viel Zeit trotz Technik sein. Ich werde mich bemühen, im Gegensatz zu letzter Woche, jetzt nicht so viel Raummeter hier vorne zu machen, sondern möglichst hier sozusagen stehen zu bleiben, was vielleicht dem Kameramann sozusagen auch einigermaßen zugutekommen wird. Es geht mir heute Abend um den Siebenjährigen Krieg und im Gegensatz zu vielen aktuellen anderen Beiträgen zum Siebenjährigen Krieg geht es mir heute nicht um die globale Dimension, also nicht um den Weltkrieg. Auch anders als letzte Woche werden wir also nicht nach Nordamerika blicken, sondern in die Region. Es geht mir um das, was man vielleicht formal als Nordwestdeutschland bezeichnen könnte, im Zeitalter der Personalunion. Doch genug der Vorreden, geht direkt zur Sache. Der Siebenjährige Krieg im Nordwesten des Alten Reiches stand lange im Schatten einer Fokussierung auf das kriegerische Handeln Friedrichs II. In Schlesien und den preußischen Kernlanden. Doch stellte dieser Krieg auch für die Beziehung zwischen Großbritannien, Hannover und dem Reich eine Phase besonderer Intensivierung dar, die eine erneute Würdigung der Ereignisse im Licht der Personalunion geraten sein lässt. Spätestens seit 1714 sah sich die britische Außenpolitik immer wieder vor die Alternative zwischen Continental Commitment and Blue Water Policy gestellt. Sollte man sich in Europa für Hannover engagieren oder besser auf den Handel in den Kolonien setzen? Mit dem Abschluss der Konvention von Westminster am 16. Januar 1756 waren sowohl Preußen als auch England dazu angehalten, den Frieden im Reich zu wahren und den Einmarsch fremder Truppen abzuwehren. Ende August 1756 marschierten preußische Truppen jedoch bereits, und jetzt kommen dicke Anführungsstriche, präventiv in Sachsen ein. Im Westen des Reiches begann die französische Armee im März 1757 mit ihrem Vormarsch, überquerte Mitte April den Rhein und nahm Geldern und Wesel ein. Ende April standen sie bereits bei Münster und zwangen die preußischen Verbände bis nach Bielefeld zurückzuweichen. In den beiden folgenden Monaten gelang es ihnen, im Norden bis Emden und im Süden bis Kassel vorzudringen und beide Städte einzunehmen. Das militärische Engagement der Briten begann daher mit einer extrem defensiven Politik. Anstatt eine Expeditionsarmee in hannoversches Territorium zu entsenden, stationierte man umgekehrt eine Observationsarmee aus Truppenkontingenten Hannovers, Braunschweigs, Hessen-Kassels, Schaumburg-Lippes und Sachsen-Gothas im Süden von England. Zu groß war nicht nur die Furcht vor einer französischen Invasion und die Sorge um die eigenen Grenzen, sondern vor allem der Zeitdruck, um eine schlagkräftige Truppe zu mobilisieren. Im Tagebuch von Corporal William Todd heißt es dazu, Zitat, "Seven regiments of the Hanoverians came in here for quarters, waiting for the transport ships to carry them over home, as here was 20,000 of them encamped upon the Cox Heath besides Maidstone, and 12,000 Hessians encamped near Winchester, all this last summer. They were sent for over for fear of an invasion before our army could be got complete." Zitat Ende. Die Aufnahme der Hanoverians verlief jedoch alles andere als konfliktfrei. In der britischen Publizistik entfachte sich ein politischer Skandal über angebliche Diebstähle durch hannoversche Soldaten, die als sogenannte Maidstone Affair bekannt geworden sind. Hier sehen Sie dazu einen zeitgenössischen Stich, in dem die Sorge, also es ist gewissermaßen ein frühmodernes Beispiel von Fremdenfeindlichkeit oder Xenophobie. Es kommen einige aus dem hannoverschen gelaufene Soldaten, die hier sozusagen in einem deutschen Slang karikiert werden. Hier ist mein Pillett, Gentlemen, das ist meine Pillett for quarter. Ja, also die können nicht richtig Englisch und werden hier sozusagen sprachlich karikiert. Das arme Schweinchen am linken Bildrand hat Angst, es würde, they will rob me. Ja, also die wollen dem Schwein ans Leder. Und die bäuerlichen Gestalten dort verteidigen gewissermaßen dieses englische Gehöft gegenüber den hannoverschen Eindringlingen, die dort ja eigentlich als Schutzkontingent positioniert sind. Und nicht genug, der Streit der Maidstone Affair entzündete sich um den Fall eines Taschentuchs. Ein hannoverscher Soldat hat angeblich in einem britischen Laden ein Taschentuch entwendet, wurde daraufhin angezeigt und diese Affäre ging bis zur Krone. Der König musste also persönlich in dieser Taschentuchaffäre entscheiden, ob dieser jetzt dieses Diebstahls angeklagt wird oder nicht. Sie können also sehen, kleine Dinge mit großer Wirkung. Erst im Juni 1757 wurden die Truppen unter dem Kommando des Duke of Cumberland im Westen des Reiches stationiert.
Eine vergleichende Alltagsgeschichte der militärischen Präsenz von His Majesty's Army in Germany muss jedoch noch weitgehend geschrieben werden. An dieser Stelle sollen lediglich einige Felder benannt werden, die im Rahmen einer neuen Militärgeschichte eine Rolle spielen könnten. Was etwa das Verhältnis der Briten zur nordwestdeutschen Zivilbevölkerung angeht, geben zeitgenössische Selbstzeugnisse beider Seiten reichhaltigen Aufschluss. Im Folgenden werde ich in drei Schritten vorgehen und zunächst Interaktion und Alltag der britischen Armee im Nordwesten des Alten Reiches thematisieren. Dann werden Erfahrungen der Schlacht in den Blick genommen, um schließlich auf Spuren der Ereignisse in der Erinnerungskultur einzugehen. Punkt 1. Alltag und Konflikt auf dem nordwestdeutschen Schauplatz. Bereits die Überfahrt von England und die Landung an der norddeutschen Küste erwies sich immer wieder als logistische Herausforderung, wie etwa ausführlich das Journal des britischen Lieutenant Colonel James Adolphus Orton vom 37. Regiment of Foot dokumentiert. Vielfach mangelt es an Lotsen, die Pferde konnten nicht von den Schiffen geladen werden und dergleichen mehr. Häufigster Anlaufpunkt war Emden, von wo aus dann es durch das Emsland in Richtung Osnabrück ging. Soldaten wie Orton wurden dabei zum Teil von besonderer Gastfreundlichkeit überrascht. Aus Wena im Emsland berichtete Ende Juli 1758 das Folgende. At our entrance into Wiener, a town of one street and about 200 houses, the women met us with laps full of flowers and paper of different colors cut into small squares, which they threw by handfuls in our faces in token of welcome. What this piece of civility owes its rise to, I could not learn. Man ist offensichtlich überrascht, dass die norddeutsche Bevölkerung einem so gastfreundlich gegenübertritt. Das ist im Emsland jetzt auch keineswegs selbstverständlich. Die Einstellung der Bevölkerung wechselte auf dem Marsch Richtung Münsterland allerdings drastisch, je nachdem, ob sich die Briten in preußischen oder katholischen, fürstbischöflich münsterschen Territorien befanden, die eher franzosenfreundlich eingestellt waren. War der Siebenjährige Krieg insgesamt gewiss kein Religionskrieg, so zeigen sich konfessionelle Spannungen sowohl in der politischen Propaganda als auch im Alltag jedoch in vielfältiger Weise. Schon die schiere Konfrontation mit großen Mengen von Angehörigen anderer Konfessionen konnten in einer Stadt des 18. Jahrhunderts angesichts von Gottesdiensten, Begräbnissen, Hochzeiten, Prozessionen oder anderweitiger Frömmigkeitspraktiken immer wieder für massive Probleme sorgen. Der Marsch von Lingen über Bentheim und Ahaus nach Coesfeld war sowohl von extremer Hitze, Staub und Trockenheit wie auch extremen Regenfällen, Überschwemmungen und Matsch geprägt, was bereits ohne Kampfhandlungen viele britische Soldaten mit dem Leben bezahlen sollten. Auch die Beziehungen innerhalb der alliierten Truppen dürfen nicht frei von Spannungen gewesen sein, die von latenten Ressentiments und Vorurteilen bis zu offenen Konflikten reichen konnten. So berichtet Orton von seiner Rolle als Konfliktkontrolleur. Oberstleutnant Siegfried Ernst von Ahlefeld von der Hannoverschen Garde und Orton wurden zu Kommissaren ernannt, Zitat, to hear and determine any dispute that might arise between the different nations. And all soldiers were forbid under the severest penalties to draw their swords on each other. Für das soziale Gefälle zwischen lokaler, oftmals ländlicher Bevölkerung und britischen Soldaten sind vor allem die Bemerkungen Corporal Todds zum Heiratsverhalten sehr aufschlussreich. Aus dem Kantonierquartier in Geseke, südöstlich von Lippstadt, berichtet er am 24. April 1761 das Folgende. We live well here, but we expect to take the field shortly. Several of our men get married here as the Junkers thinks it a great honor to marry with an English soldier, their wages being so very small here, etc. Also offensichtlich galt der Brite als ein attraktiver Heiratskandidat. Eine Woche später berichtet er angesichts eines bevorstehenden Aufbruchs. Most of the town was uneasy at us going away. Several of our men had married in the city since we came, which made them united with us, though we had been of their own country. Auch Johann Konrad Lüttgatz aus Isselhorst, heute ein Teil von Gütersloh, berichtet wenige später in einem Lebenslauf von der spektakulären Heirat eines britischen Offiziers. Jetzt ein längeres Zitat in deutscher Sprache. Bei der Bielefeldschen Garnison war ein Sergeant von Hume Regiment namens McCulloch, welcher abends den 14. Mai die Jungfrau Nichte Katharina Elisabeth entführt. Folgenden Tags wurde gedachter Sergeant auf Veranlassung der Brautvettern arretiert und bekannte, dass sie die Person in dem Schäferhaus wäre
von wann er sie unter Begleitung des Onkel Lüttgert auf des Generals Befehl abholen musste. Nachbemerkung: Die Nacht haben sie im Schildischen in Metings Hause passiert. In Bielefeld musste sie sich beim Bürgermeister Klauder und dem General abhören lassen, von welchem sie bejahet, dass sie den gedachten Sergeanten heiraten wollte. Da aber der Vater den Konsens verweigert, so wurde sie dem ungeachtet ihrem Vater überliefert. Da nun sowohl von Bielefeld als Wiedenbrück aus obgedachter Sergeant McCulloch in Isselhorst verschiedentlich um den Konsens vergeblich angehalten, so lief die Nichte den 9. Januar abends nach 10 Uhr im Angesicht ihrer Mutter aus Kuhlmanns Haus fort und war darauf nirgends zu finden gewesen. Dem Vernehmen nach aber soll des folgenden Tages in Wiedenbrück die Hochzeit gehalten sein. Zitat Ende. Oftmals scheint es sich jedoch um Scheinehen gehandelt zu haben, was die Akzeptanz seitens der Familien nicht gerade gefördert haben wird. Der Soester Altbürgermeister Franz Goswin von Michels notiert daher 1761 in seinem Tagebuch: Ein Regimentstambour kopuliert einen Soldaten mit des Bühners Mengen Tochter. Das Mensch glaubt, es sei eine wirkliche Kopulation. Nach 8 Tagen jagt der Engländer das Mensch wieder weg als eine Hure. Viele Soldaten, welche in England Weiber haben, heiraten auf solche Art hier auch wieder Weiber, um sie kurze Zeit nachher wieder wegzujagen. Zitat Ende. Ein Faktor, der entsprechende Kontakte nicht unbedingt erleichtert haben wird, war der ständig erhöhte Alkoholkonsum der Briten. Alkohol kann als eines der, wenn nicht das bestimmende Thema von Stotts Tagebuch im Alltag auf dem nordwestdeutschen Schauplatz ausgemacht werden. Gin, Geneva oder einfach Liquor werden fast jeden Tag erwähnt, häufig genug als Auslöser von disziplinarischen Problemen. Die Bedeutung des Alkohols spiegelt sich auch in den Zeugnissen der deutschen Zivilbevölkerung wider. So notiert etwa Lüttgerts aus Isselhorst 1760 nur knapp, Zitat: Den 25. Januar waren in Isselhorst die beiden englischen Infanterieregimenter Kinsley und Brudenells einquartiert. Sie hielten vortreffliche Mannszucht, hatten viele Dukaten und soffen viel Branntwein. Insbesondere bei Lagerungen und Befreiungen französisch besetzter Städte war die englische Fouragierungspraxis auch immer wieder mit der Suche nach Alkohol verbunden. Im Oktober 1758 etwa klagten verschiedene Chroniken aus Münster. Zitat: Die Engländer waren aber in diesen Plünderungen Meister und an allen Orten voran, weil die Engländer auch ziemlich geneigt zum Stehlen waren. Eine andere Chronik berichtet zur selben Zeit über die Münsteraner Geschäftswelt. Zitat: Dahero dann viel Kramladen und Branntweinhäuser, für denen Engländer, welche nicht bezahlten, geschlossen blieben. Also das, was man dann in 1970er und 80er Jahren als Out of Bounds kannte. Bereits Ende August 1758 sah sich Colonel Orton in seinem Journal zu einer Rechtfertigung der harten Fouragierungspraxis in der Gegend um Dülmen gezwungen. Zitat: But as the troops were obliged to cut all the corn and seize all the hay and straw for want of their forage, the men permitted to gather roots, which made it impossible entirely to prevent marauding. The poor peasants are reduced to the utmost distress. This, however, appears a necessary measure, not only to supply our own army, but likewise to prevent the enemy's drawing any subsistence from this country, should we be obliged to retire. Also, man sieht sich nicht nur zur Versorgung der eigenen Truppen genötigt, zu fouragieren und sozusagen alles aus dem Land zu pressen, was möglich war, sondern auch vor allem, um die Franzosen daran zu hindern, selbiges zu tun, sollten sie den Engländern ein Terrain abtrotzen können. Je länger der Krieg währte, desto angespannter wurde die Versorgungslage und die hier geschilderte taktische Ausfouragierung des Landes erreichte extremste Ausmaße. Im Juni 1761 berichtet von Michels aus Soest: Überhaupt sind die Engländer all hier große Prahler, Schwelger, Hurer und versoffene Leute. Sie geben genug zu verstehen, dass sie das Land wollen auffressen, damit die Franzosen nichts finden sollen. Und wann die Franzosen wollen anrücken, so werden sie sich retirieren, wozu alles eingepackt wird. Die materiellen Belastungen machen Engländer und Franzosen in den Augen der betroffenen Bewohner Nordwestdeutschlands dabei immer ähnlicher. Im gleichen Monat schreibt von Michels über die Briten: Sie sind, wenn nicht schlimmer, so doch ebenso schlimm wie die Franzosen. Auf der Ebene der Offiziere unterschieden sich die Wahrnehmungsmuster jedoch deutlich. Richard Davenport etwa, Major im 10. Dragonerregiment, berichtet über gesellige Interaktionen im Westfalenland. Aus dem Quartier von Notthullen berichtet er am 21. Mai 1759 von tanzbegeisterten Kanonissinnen.
jetzt wieder ein etwas englisches, ein längeres englisches Zitat. The dirty village, also Nordhulen, and peasant's barn, which was my lot in winter, is changed to a pleasant country place and a handsome modern house, belonging to a chapter of canonicees, all of noble blood. Two of the four that live in the house with me are young and genteel, and one of them is handsome as an angel. They are perfectly easy and well-bred, without affectation, speak French, and love English country dances as well as any girls in England. Which will you believe when I tell you what we have three balls a week ever since we came here, three or four of which we have lasted till daylight. The Lady Abbess, at whose house General Elliot is quartered, opens with a minuet and generally dances about 10. Ja? Also selbst die Äbtissin tanzt immerhin bis 10 und die anderen fröhlichen Kanonissinnen tanzen die ganze Nacht, bis die Morgenröte graut. Das gefällt den englischen Offizieren. Die Offiziere wechseln sich bei der Ausrichtung der Bälle nach Rang ab, General, Major, Colonel bis zu den Captains. Man trank Tee und sang französische Lieder. Doch plötzlich wurde die scheinbare Idylle durch den Marschbefehl eines Trompeters jäh beendet. Adieu, Nordhulen. Adieu, Mademoiselle Ascheberg, de Chalis und Van Galen. Adieu to the love and grace that hover around the two tall former and to the frowsy odor that exhales from every pore of the latter when she sweats in dancing. Ja, also, große Lyrik hier der englischen Offiziere, die über die sozusagen Ausdünstung der tanzenden Kanonissinnen sich erfreuen. Ein kleiner, in der öffentlichen Wahrnehmung aber enormer, wirkmächtiger Teil der britischen Armee bestand jedoch aus den schottischen Regimentern. Die eintreffenden Schotten wurden von den Zeitgenossen genau registriert, wie etwa das Beispiel des Soesters Franz Goswin von Michels abermals zeigt, der im April 1761 das Folgende notiert. Es kam zuerst um 9 Uhr das Bataillon Bergschotten. Sie kommen von Münster und gehen zur großen Armee nach Paderborn. Sie hatten bunte Strümpfe an, keine Hosen, einen Weiberunterrock, ging beinahe bis an die Knie. Demnächst ein Kamisol und eine bunte Decke über die Schulter und dann eine blaue platte Mütze auf mit einem Rand wie ein Hut. Eine Flinte, Bajonett, eine Pistole, ein Wurfmesser, das Degengefäß wie ein eiserner Maulkorb. Überhaupt sind diese Leute gutherzige, brave und ehrliche Leute gewesen. Allenthalben, wo sie logierten, sind die Leute content gewesen und haben brav Geld. Schon 1757 erschien eine Flugschrift, die ethnografisch auf die lächerliche Lebensart der Bergschotten eingeht, so Zitat, über ihren militärischen Einsatz im Kleinen Krieg jedoch kaum Zweifel lässt. Zitat, sie werden die Franzosen auf solche Art attackieren, als wie die österreichischen Panduren den Preußen zu tun pflegen, wenn nicht ein widrig Schicksal ihrem Vorhaben ein Ende setzt. In Archenholz, populärer Geschichte des Siebenjährigen Krieges aus dem späten 18. Jahrhundert, heißt es dann zu den Schotten, resümierend, unter den britischen Truppen, die nach Deutschland kamen, befanden sich auch 2000 Bergschotten, die sich bald durch Mut und Tätigkeit den Feinden kennbar machten. Diese Bergschotten sind von festem Gliederbau, sehr gelenkig, leicht zu Fuß und bei harter Kost zu Beschwerlichkeiten jeder Art gewöhnt. Sie sind sehr tapfer und überhaupt vortreffliche Soldaten, allein Feinde einer strengen Disziplin. Sie tragen keine Beinkleider, sondern an deren Stelle einen gestreiften, wollenen Mantel, der um die Hüften geschlagen wird und über die Knie herabhängt. In einem solchen Mantel gehüllt schlafen die Bergschotten ohne Zelt unter freiem Himmel, wenn sie sich nicht in die Erde graben, wozu sie eine Geschicklichkeit besitzen. Ihre Habseligkeiten werden nicht, so wie bei anderen Kriegsvölkern, in Tornistern und auf dem Rücken getragen, sondern vorne unter dem Unterleib, wo sie in einem spitzigen Beutel von Seehundsfellen eingeschnürt sind. An den Füßen tragen sie Strümpfe von selbstgewirktem Zeug, die aber nur die halben Beine bedecken. Und auf dem Kopf haben sie Mützen mit einem Federbusch geziert. Ihre Waffen sind eine Flinte mit einem Bajonett, ein paar Pistolen im Gürtel, ein großer Degen und ein langes, vor sich hängendes Messer. Ihre Feldmusik besteht im Trommeln und Dudelsäcken, welche letztere in Schottland überhaupt in Ehren gehalten werden. Zu ihren sonderbaren alten Kriegsgebräuchen gehört, dass jedes Bataillon einen Hirsch hat, der auf allen Märschen an der Spitze des ersten Haufens mitgeführt wird. Zitat Ende. Die Bergschotten werden in Archenholz Darstellung gleichsam zu den guten Kosaken des Westens, zu edlen Wilden aus der westlichen Peripherie, aus den Bergen, die tapfer sind und ihrer kulturellen Erscheinung einer anderen, fernen Zeit der Highlander zu entstammen scheinen. Auch die Bebilderung trägt dieser Parallele zwischen bösen Ostmenschen und guten Westwilden
Rechnung, in dem das Buch jeweils das Bild eines Schotten und eines Kosaken beigegeben ist und diese gewissermaßen dort als die Exoten auf dem Schauplatz des Alten Reiches verbildlicht werden. Sie sehen hier auf der linken Seite den Kosaken, der vor allem durch seine Bewaffnung hervorsticht, einen sogenannten Kantschuh, eine Peitsche, eine lange Lanze, Pistolen im Gürtel, einen Säbel, während der Schotte sozusagen hier die gerade geschilderte Ausrüstung zeigt. Sie sehen also, die Perzeptionen der britischen Truppen auf dem westdeutschen Schauplatz konnten sehr unterschiedlich sein. Einerseits bewunderten die Briten teilweise die Gastfreundlichkeit und die Kultiviertheit von tanzenden Kolonistinnen. Andererseits bewunderten die deutschen sozusagen Beobachter wiederum die schroffe Wildheit und Tapferkeit der schottischen Soldaten. Wenn es aber sozusagen ans Eingemachte im Wortsinne ging, also wenn es um die Fourage ging, die materielle Ausstattung, das Heu und Stroh, die verschiedenen Nahrungsmittel, dann schienen sich die Engländer den plündernden Franzosen in kaum sozusagen zu unterscheiden. Ich komme damit zu meinem zweiten Punkt, die Erfahrung der Schlacht. Zu den extremsten und nachhaltigsten Erfahrungen der Briten zählte sicherlich das Erleben und Überleben einer Schlacht. So führte Davenport der Weg von Nothull in die Gegend von Minden, wo am 1. August 1759 eine der bedeutenden Schlachten auf dem westlichen Kriegsschauplatz stattfand. Sehr aufschlussreich für die Grenzen der Kommunikation und deren Unsicherheit ist ein Brief aus dem Lager bei Minden zwei Tage vor der Schlacht, am 28. Juli 1759. Darin schreibt Davenport: "We have more lies in camp than you hear in a coffee house. And you know in London that we are what we are doing just as well as we do upon the spot." Also man hört mehr Lügen im Feld als in einem Kaffeehaus und die Londoner wissen genauso gut Bescheid wie die Leute vor Ort. Insofern konnte die Lage für die unmittelbar Betroffenen oftmals genauso unübersichtlich sein wie für die Daheimgebliebenen. Beide waren auf den panoptischen Blick des Feldherrn und seine später in Zeitungen veröffentlichten Berichte angewiesen. In einem späteren Brief, schreibt Davenport sogar: "I never believe anything till I see it in the Gazette from Whitehall." Ob das so eine gute Idee ist, sei dahingestellt. Auf jeden Fall vertraut er der heimischen Zeitung mehr als dem, was er vor Ort erlebt. Am 1. August hält Davenport seine Nachricht knapp: "We have this day gained a victory." Begleitet von einigen Informationen über die eigene Unversehrtheit und den Zustand einiger Kameraden. Auch einige Tage später, am 6. August, berichtet er bloß von der Verfolgung des Feindes und dem Zustand der Freunde und Kameraden. Für Davenport war die Schlacht von Minden ein zweifach glückliches Ereignis. Der Kampf wurde gewonnen, ohne dass die britische Kavallerie und damit seine Dragoner überhaupt zum Einsatz gekommen waren. Was für Davenport zu verschmerzen war, sollte für den verantwortlichen Kommandeur, General George First Viscount of Sackville, der die Aufforderung zum Kampf der Kavallerie schlicht ignoriert hatte, allerdings nachhaltige Konsequenzen haben. Als Coward of Minden ging Sackville in die Geschichte ein. Sackville bekam einen Kriegsgerichtsprozess in London und die Affäre entwickelte sich zu einem regelrechten Medienereignis. Die Angelegenheit ging für Sackville dennoch glimpflicher aus als noch für Admiral Byng, der nach dem Verlust Menorcas an die Franzosen 1756 die ersten Kriegshandlungen auf dem europäischen Schauplatz an Deck seines eigenen Flaggschiffes hingerichtet worden war. Sackville hingegen wurde freigesprochen, seine Ehre aber war nachhaltig beschädigt. Hier sehen Sie eine zeitgenössische Karikatur, wo wir schon so gut dabei sind, immer Karikaturen zu zeigen. Hier möchte ich Ihnen auch nicht eine vorenthalten. Sie sehen ein Monument für General Wolfe, den großen Helden sozusagen bei der Eroberung von Quebec in Kanada. Und gleichzeitig unten einen Hund mit einem Halsband, der sozusagen sich als Sackville zu erkennen gibt. Also während Wolfe hier sozusagen mit einem Epitaph geehrt wird, heißt es dann unten sozusagen, es ist gar nicht so schlecht, auch ein Hund zu sein. "A living dog is better than a dead lion." Ja? Also der feige Sackville, der immer noch lebt, und der tote Held, der Löwe von Quebec, General Wolfe, und der Hund streunt da sozusagen an dem toten Löwen, der wiederum Wolfe symbolisiert, herum. Eine von zahlreichen Karikaturen, die eben das Bild von Sackville in der englischen Öffentlichkeit wohl nachhaltig beschädigt hat. Es hat ihm dann aber so viel auch nicht geschadet. Er ist hinterher im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg wieder zu militärischen Würden gekommen. Kommen wir zurück zur Schlacht von Minden. Ganz anders sah die Situation für die beteiligten Infanteristen aus. Von britischer Seite sind unter anderem zwei Briefe der Soldaten Thomas Thompson
und Henry Montgomery überliefert. Montgomery schreibt am 9. August 1759 aus dem Lager von Paderborn an seine Mutter: "Now began the most disagreeable march that I ever had in my life. For we advanced more than a quarter of a mile through a most furious fire from a most infernal battery of 18 pounders, which was at first upon our flank and at least upon our rear." Der englische Infanterist ist von Bewunderung und Schrecken angesichts des französischen Gegners bewegt. "The next who made their appearance were some regiments of the Grenadiers of France, as fine and terrible looking fellows as I ever saw. They stood as a tuck." Auch die ungleiche Bewaffnung wird kommentiert. "Notwithstanding, we beat them off the distance where they galloped as much, they having rifled barrels and our muskets would not reach them." Der Sieg erscheint aus dem Blickwinkel Montgomerys fast wie ein Wunder. "It is astonishing that this victory was gained by six English regiments of foot without their grenadiers, unsupported by cavalry or cannon, not even their own battalion guns, in the face of a dreadful battery so near as to tear them with a grape shot, against 40 battalions and 36 squadrons, which is directly the quantity of the enemy which fell to their share." Nachdem er den Ablauf des Gefechtes und die Verluste geschildert hat, kommt der britische Zugführer zu der für Fragen der Gewaltdarstellung aufschlussreichsten Stelle seines Briefes, zumal er sich nicht an Militärs, sondern an seine eigene Mutter richtet. "And as perhaps you may be desirous to know any little risks that I have might run, I will mention those of which I was sensible. At the beginning of the action, I was almost knocked off my legs by my three right-hand men who were killed and drove against by a cannonball. The same ball also killed two men close to Ward, whose post was in the rear of my platoon. In this place, I will assure you that he behaved with the greatest bravery, which I suppose you will make known to his father and his friends. Sometime after, I received from a spent ball just a grab on my collarbone, as I frequently from that one most dreadful weapon, your crooked-headed stick. It just swelled and grew red enough to convince the neighbors that I was not fibbing when I mentioned it." Also das ist sozusagen eine sehr verkleinernde Aussage. Er sagt sozusagen, er kriegt eine Kugel, fängt eine Kugel und diese Kugel schmerzt an seinen Knochen genauso sehr wie der Stock seiner Mutter, mit dem sie ihn immer geschlagen hat. Erinnert sie sozusagen nochmal subtil gewissermaßen an diese eigene Gewaltpraxis zu Hause. "I got another of these also on my legs, which gave me about as much pain as would a tap of Miss Matthew's fan." Also da schlägt man dann mit dem Fächer zu. "The last and greatest misfortune of all fell to the share of my poor old coat, for a musket ball entered into the right skirt of it and made three holes." Also der Gehrock wird mit drei Löchern durchbohrt von einer Kugel. "I had almost forgot to tell you that my spontoon was shot through a little below my hand. This disabled it, but a French one now does duty in its room." Das eigene Sponton wird schnell durch ein gegnerisches ersetzt. Er fängt mehrere Kugeln, aber sozusagen wie das zeittypisch nicht ganz ungewöhnlich ist, die Kugeln verletzen ihn nicht, sondern reißen Löcher in die Kleidung, was dann zu allerlei Mystifikationen Anlass gibt, wenn Sie zum Beispiel an den berühmten Fall von Friedrich dem Großen bei Kunersdorf denken, der angeblich durch eine in der Weste getragene Tabakdose von einer tödlichen Kugel sozusagen beschützt worden ist. Diese Tabakdose hat sich dann im späten 19. Jahrhundert im Hohenzollernmuseum aufgefunden. Es ist aber nicht so ganz klar, was sie zwischendurch gemacht hat. Also die Authentizität dieses Artefakts kann durchaus bezweifelt werden. Nicht bezweifelt kann hingegen werden, dass es immer noch viele sozusagen musealisierte Uniformröcke des 18. Jahrhunderts gibt, die eben tatsächlich von solchen Kugellöchern durchdrungen sind, ohne dass die Träger dieser Gehröcke dabei gefallen wären. Die Stelle verdeutlicht nicht nur die rhetorischen Strategien, mit denen extreme Gewalterfahrungen heruntergespielt wurden, sondern auch die Rolle des körperlichen Gedächtnisses. Der Körper Montgomerys funktioniert gleichsam als eine Art Gedächtnisstütze, die ihn nicht nur an die chaotischen jüngst erlebten Ereignisse, "those of which I was sensible", sondern auch an die Schmerzen seiner Jugendzeit erinnert. Gleichzeitig gibt die Stelle darüber Aufschluss, wie eigene verlorene Ausrüstungsgegenstände durch gegnerische ersetzt werden konnten. Bemerkenswert ist auch, dass Montgomery schon 8 Tage nach der Schlacht von der Bedeutung des Sieges überzeugt und auch über Zeitungsmeldungen informiert war. "The consequences of this affair are very great. We found by the papers that the world began to give us up and the French had swallowed us up in their imaginations."
Davenports Berichte hingegen entsprechen ganz denen eines Kavallerieoffiziers. Im Mittelpunkt stehen immer seine Pferde, seine Ausrüstung, vor allem die Uniform sowie Wetter- und Konsumverhalten. Im Gegensatz zu Todds Infanteristen wird bei den Kavallerieoffizieren ausschließlich Rotwein getrunken. Als er Anfang 1760 das Winterquartier in Bramsche bezieht, schreibt er seinem Bruder: "I am much better lodged than I was last winter, and my horses are tolerably well put up. We are but 3 leagues from Osnabrück, which is a very good town, from whence we can be supplied with wine at a reasonable rate." Auch in Bramsche trifft er wieder auf einen Konvent geistlicher Frauen, mit denen er ein ausgiebiges Dinner feiert. Bei dieser Gelegenheit erhält der Leser auch weiteren Aufschluss über die vergleichsweise wenig thematisierte Frage, in welcher Sprache eigentlich die Verständigung zwischen Briten und Deutschen erfolgte. "I placed Knigge," das ist Cornett Bodo Knigge, "next the old woman, who was turned off 70, to talk German to her, and set myself next the fat friar and talked Latin to him, which a bottle always between us, and we made a strict friendship." Also mit dem Bruder, dem dicken sozusagen Geistlichen, spricht man Latein, während ein hannoverscher Soldat mit der Äbtissin auf Deutsch konversieren kann. Latein fungierte auch gegenüber den französischen Besatzern für viele Reichsbewohner als eine Lingua Franca. So berichtet etwa der Herzberger Johann Philipp Zellmann hier aus unserer Gegend in seinem Tagebuch 1761: "Mit vielen ich die lateinische Sprache tentierte, so viel Freunde schien ich zu bekommen. Durch eben diese lateinische Sprache machte ich besonders einen angesehenen Offizier mir so geneigt, dass ich Stantepede mit ihm aufs Schloss vor den General Grand Maison gehen musste." Immer wieder klagen von Einquartierung betroffene Zivilisten über die mangelnde Sprachkenntnisse der Briten. So notiert etwa der Soester von Michels: "Überhaupt redet fast kein Offizier Deutsch oder Französisch, welches sehr inkommod, sie halten aber gute Zucht und strafen durch Peitschen sehr hart." Für Davenport war die Sprachbarriere offenbar jedoch vor allem ein Hindernis im galanten Kontakt zu Frauen. Seiner Ansicht nach nur noch erschwert durch konfessionelle Unterschiede. Zitat: "In these damned Protestant villages there is a kind of regularity of morals and a fear of their pastor among the young women that is a great check to intrigue. They are never clear of the fear of the consequences of their sins. In Catholic villages and especially towns they are smoky and know that they can settle accounts once a month or so. They dread the time a little as it approaches, but after confession the heart is as light as feathers. Besides these defects in the people, there is in us an ignorance of the language, and from thence an impossibility of employing to any purpose the art of persuasion. A man who can only say, 'Will you?' and one word more, must not expect the answer to his question to be always 'yes.' Yet sometimes these few words, joined with the glittering appearance of a ducat, will have a good effect, but less here than in any quarter I have been." Also, es ist einerseits schwierig, sozusagen eine galante Beziehung herzustellen, wenn man nur ein Wort oder zwei sprechen kann. Andererseits gibt es sozusagen manifeste konfessionelle Unterschiede. Die katholischen Damen sind offensichtlich aufgeschlossener, weil sie ihre sozusagen seelischen Laster einfach sozusagen einfacher entsorgen können als ihre protestantischen Schwestern. Und das zum großen Leidwesen der englischen Offiziere. Der letzte Brief Davenports datiert vom 12. Juli 1760 aus dem Lager bei Sachsenhausen, von wo er schreibt: "I never was in better health and spirits. Lediglich der Mangel an Schlaf und regelmäßigen Mahlzeiten wird beklagt." Der folgende Brief an seinen Bruder stammt dann nicht mehr von Davenport, sondern von seinem Freund Elliot. Am 1. August 1760 schreibt er nach der Schlacht bei Warburg: "Dear Davenport, prepare yourself for the greatest shock. Our dear friend, your brother, was killed upon the spot, instantaneously, in the action of yesterday." Dieser letzte Brief, der sozusagen den Tod von Davenport dokumentiert, ist der Edition sozusagen beigegeben als letzter Bestandteil dieser Edition, die er eben ja selber nicht mehr sozusagen abschließen konnte, beziehungsweise diese Briefe dann irgendwie aufheben und speichern konnte. Die Kavallerieattacke, in der Davenport getötet wurde, ist in der militärischen Erinnerungskultur vor allem durch die sprichwörtlich gewordene Bold-Headedness von John Manners, dem Marquess of Granby, bekannt.
nach dem noch heute zahlreiche Pubs in England benannt sind. Wie der Braunschweiger Jakob Movillon berichtet, verlor Granby in vorderster Front der Horse Guards seinen Hut und ritt glatzköpfig in die Schlacht. Dies war die Attacke, wo Lord Granby, Zitat, an der Spitze der Blauen Garde, deren Befehlsaber er war, mitchargiert. Im Jagen verlor er den Hut vom Kopf, den eine ganz besonders große Platte noch dazu recht sichtbar machte. Allein, er ritt immer zu, ohne sich darum zu kümmern, und zeigte dadurch sehr deutlich, dass wenn er die englische Reiterei bei Minden angeführt hätte, so wäre sie wahrlich nicht zurückgeblieben. Ja, nochmal ein deutlicher Seitenhieb auf den Kollegen Sackville, der sozusagen da gezaudert hatte. Die Bedeutung militärisch adeliger Standeskleidung trat hier zurück zugunsten der Inszenierung ritterlicher Tapferkeit, auch mit Glatze. Und hier sehen Sie John Manners eben einer seltenen sozusagen Boldheadedness visualisiert von Joshua Reynolds, einem bekannten Historienmaler. Und bis heute finden Sie dann nahezu in jeder britischen Stadt, in London gleich mehrfach, einen Pub mit dem Titel Marquis of Granby. Meistens ist dann schon diese Anekdote durch das Pappschild, wie Sie hier sehen, gut zu erkennen. Da fliegt ihm sozusagen Hut mit Perücke weg. Auf dem anderen guckt er dann selbstbewusst sozusagen bold-headed die Leute an. Und wenn Sie das mal irgendwie bei Google eingeben, also es ist gerade so unzählig. Ja? Also immer wieder Marquis of Granby wird dort visualisiert. Der Marquis of Granby ist vor allem auch deswegen in der britischen Erinnerungskultur ungemein populär, weil er eine Art Stiftung für versehrte Soldaten und Veteranen eingerichtet hat, die denen sozusagen dann, wenn sie nach Hause gekommen sind und nicht mehr berufsfähig waren, eine Art Rente garantierte. Und deswegen gilt er heute als einer der militärischen Wohltäter und wird deswegen umso lieber als sozusagen Patron eines Pubs bemüht. Für die Zivilbevölkerung in der Nähe von einer Schlacht bedeutete die Anwesenheit großer Mengen von Soldaten eine besondere Herausforderung. So wurde Warburg von den britischen und deutschen Alliierten schwer geplündert, wobei offensichtlich auch die katholische Konfession seiner Bewohner eine Rolle spielte. Die Bewohner Kuhanovers, wie auch anderer Reichsterritorien, verfolgten die Geschicke der britischen Armee jedoch nicht nur vor Ort, sondern vermittelt über die Medien auch in den überseeischen Kolonialkriegen des Empire. Neben den Zeitungen waren dies vor allem die akustischen Siegesbekundungen der britischen Truppen vor Ort. Stellvertretend für viele können etwa die Tagebuchvermerke des Hessen Georg Ernst von und zu Gilsa stehen, der im September 1759 Folgendes notiert. Machten einen dreimaligen Lauf und Freudenfeuer sowohl über die von Engländern gewonnene Seebataille als auch über die Eroberung des Forts Niagara. Bereits wenige Tage später wurde die nächste Nachricht aus Übersee gefeiert. Nach vorher gehaltenem Gottesdienst und abgesungenem Tedeum ein Freudenfeuer über die Einnahme der Stadt Quebec als auch über die vom Engländer gewonnenen Bataillen am 13. September. Auch der Weinhändler Johann Philipp Zellmann aus Herzberg notiert in seinem Tagebuch, den 15. Januar bekamen die Engländer Pondicherry in Indien und mit diesem Handelshauptplatz alles, was die Franzosen in Ostindien haben. Diese Zeitung kam sogleich mit der glücklichen Aktion in Westfalen vom 16. Juli an, zugleich auch, dass die Engländer die Insel Dominique in Westindien erobert. Und da jetzt sogleich die Mecklenburg-Strelitzische Prinzessin zur Hochzeit nach London gebracht wird, wie mag man nicht das übermütige London jauchzen hören, August 1761. Und im September gleichen Jahres heißt es dann endgültig, indessen, dass unser Land so misshandelt wird, jauchzen die Engländer über ihre Konketten. Mit dem Verlust unserer Würste haben sie den Franzosen alles in Asien, Afrika und Amerika abgenommen. Ja, das sind mal Vergleichsmaßstäbe. Sie sehen also, wie in welchem hohen Kurs auch damals schon hier sozusagen die Stracke und die entsprechenden Würste standen, dass man die also für ein Äquivalent zu Asien, Amerika und Afrika erachten konnte. Damit komme ich zu meinem dritten und letzten Punkt, Frieden und Erinnerungskultur. Die Auswirkungen der Personalunion wurden nicht nur am Beginn des Krieges im kontinentalen Engagement der Briten deutlich, sondern auch an dessen Ende. Der Siebenjährige Krieg endete 1763 mit zwei separaten Friedensschlüssen am 10. Februar in Paris und am 15. im sächsischen Hubertusburg. Während England mit Frankreich und Spanien in Paris verhandelte, schlossen Preußen und Habsburger in Hubertusburg Frieden. Bereits im November 1762 hatten Briten und Franzosen in Fontainebleau allerdings einen Präliminarfrieden ausgehandelt. Schon kurz darauf verließen die britischen Truppen das Reich. Der Esselhorster Lückerts, als notiert vom 10. bis 13. Dezember,
Zitat, brachen sämtliche englischen Truppen aus dem Osnabrückschen durchs Münstersche nach der holländischen Grenze auf, um eingeschifft zu werden nach England. Herr McCulloch kam zum Abschied nach Isselhorst und reiste den 17. Dezember wieder ab. In den kurhannoverschen Territorien erfolgten daher die Friedensfeiern bereits früher als in anderen Teilen des Reiches, nämlich im Januar 1763. Aus der Stadt Hannover etwa berichtet der Bäckermeister Abelmann ausführlich in seiner Chronik: Über diesen erwünschten Frieden feierte unsere Stadt und das ganze hannoversche Land den 6. Januar dieses Jahres ein feierliches Dank- und Friedensfest. In Celle, berichtet Abelmann weiter, vereinigte sich am 13. Januar die sämtliche Kaufmannschaft und setzte die Freude über den erlangten Sieg fort. Im Rathaussaal von Celle präsentierte sich an einer vermalten Einfassung diese erleuchteten Zeilen: Durch Georg III. Ist der Fried erstritten. Gott gab seinem Arm die Kraft. Celle für sein langes Leben, lass der deinen Herz erheben. Das tut auch die Kaufmannschaft. Die Friedensfeiern waren obrigkeitlich verordnet, boten dem Untertan jedoch einen gewissen Spielraum in der Ausgestaltung der Solennitäten und der symbolischen Artikulation patriotischer Gesinnung. Von den Feiern des Friedens führt der Weg dann in die kulturelle Kanonisierung der Erinnerung an Einzelereignisse dieses Krieges. Innerhalb britischer Regimenter sind es viele Orte im Westen des Reiches, die heute noch als sogenannte Battle Honours zu einem Teil ihrer Tradition und ihrer Erinnerung geworden sind. Minden 1759, Emsdorf 1760, Warburg 1760 und Wilhelmsthal 1762. Minden wurde zeitnah sogar zum Namensgeber einer Freimaurerloge, der Minden Lodge No. 63. Die Battle Honours von Minden wurden an 6 Infanterieregimenter vergeben, da die Kavallerie unter Sequel ja gar nicht zum Einsatz gekommen war. Von diesen Gefechten ist in der jüngeren deutschen Erinnerungskultur allenfalls noch die Schlacht von Minden ein Begriff. Ein Plakat zur Denkausstellung zur Schlacht bei Minden von 1959 zeigt jedoch, wie sehr die Schauplätze im Westen des Reiches vor Ort erinnerungskulturell für Preußen vereinnahmt werden konnten. So ziert das abgebildete Sponton die Aufschrift Potsdam, sowie das Königsmonogramm für Friedericus Rex, obwohl bei Minden fast kein Preuße gekämpft hatte, sondern in erster Linie Briten, Franzosen, Sachsen und Braunschweiger. Noch weit symptomatischer für den erinnerungskulturellen Stellenwert ist eine kurze erregte Debatte im Deutschen Bundestag Ende November 2007 über die sogenannten Kanzlermittel. Aus ihnen sollten 350.000 Euro Gedenkmittel ins westfälische Minden gehen, wo 2009 mit ihrem 250. Jahrestag der Schlacht am 1. August 1759 in zahlreichen kulturellen Veranstaltungen gedacht wurde. Der damalige FDP-Abgeordnete, also da gab es so eine Fraktion damals, Guido Westerwelle, hielt die Angelegenheit hingegen für einen Treppenwitz. Zitat, da niemand je von dieser Schlacht gehört habe. Als man Westerwelle dann an seinen eigenen 39-Millionen-Antrag für die Bonner Beethovenhalle erinnerte, reagierte er ungehalten mit folgenden Worten. Zitat aus den Bundestagsprotokollen. Wenn Sie den Unterschied zwischen Ludwig van Beethoven und Ihrer Pipi-Schlacht in Minden nicht kennen, dann gehen Sie bitte noch mal auf die Schule, Herr Kollege. Zitat Ende. Was dem Außenminister da entgangen war, war, dass die Schlacht von Minden heute unter Historikern als einer der Wendepunkte in den globalen Verstrickungen des Siebenjährigen Krieges zwischen nordamerikanischen Kolonien und dem Schauplatz des Alten Reiches gilt. Aber gut. Auch das Gedenken an die Schlacht bei Warburg wartete 1960 mit preußischen Grenadieren zu Pferd auf und ließ keinen Zweifel, woraus sich das Interesse speiste. Ja? Also das ist ja gleich doppelt falsch. Erstmal, Grenadiere reiten in der Regel nicht, sondern laufen. Zweitens, auch da waren keine Preußen unterwegs, aber das stört eigentlich sozusagen lokale Karnevalsvereine oder was immer dort reitet, eigentlich wenig. Dann sehen Sie NATO-Truppen der Briten 1960 in Warburg, die dort gewissermaßen mit der bundesdeutschen, britischen und der NATO-Flagge Einigkeit im Jubiläum zelebrieren. Überregionale mediale Präsenz erfuhr die Schlacht bei Warburg jedoch auch als Handlungshintergrund für Teile von William Makepeace Thackerays Roman »Die Memoiren des jungen Junkers Barry Lyndon« von 1844, der 1975 von Stanley Kubrick als Barry Lyndon verfilmt wurde und damit nicht unwesentlich das bewegte Bild von Schlachten im Zeitalter der Lineartechnik beeinflusst haben dürfte und auch unter den historischen Kollegen heute als einer der wenigen akzeptierten Historienfilme gilt.
Warburg weist mit ganzen 12 Einheiten auch mit Abstand die meisten Battle Honors vom westlichen Schauplatz auf des Siebenjährigen Krieges auf. Ehrungen, die allerdings erst 1909, also genau 150 Jahre nach der Schlacht, gewährt wurden. Der Hiatus zwischen der hohen Bedeutung mancher Ereignisse innerhalb der britischen Regimentskultur und Militärgeschichte einerseits und der allenfalls lokalhistorischen Aufmerksamkeit in Deutschland andererseits kommt besonders deutlich beim Gefecht von Emsdorf am 16. Juli 1760 zum Ausdruck. Während des Kampfes erlitt vor allem das erst 1759 gegründete Regiment der Light Dragoons mit 30% seiner Sollstärke schwerste Verluste. Zurück in England wurde das Regiment 1763 im Hyde Park von König Georg III. Mitsamt seinen 16 vom Feind erbeuteten Fahnen gemustert. Dragoner waren 1768 auch die erste Einheit überhaupt, der es gestattet wurde, auf ihren Standarten und Ausrüstungsgegenständen eine Battle Honor mit Emsdorf, dem Namen eines Gefechtsortes, zu tragen. Bis zum Jahr 1767 trug die nach ihrem Chef Colonel George August Elliot auch Elliot Dragoner genannte Einheit auf den Vorderschildern ihrer Helme die Aufschrift 5 Battalions of French Infantry defeated and taken by this regiment with their colors and 9 pieces of cannon on the plains of Emsdorf, July the 16th, 1760. Bis in die Gegenwart behält die Tradition des inzwischen im Panzeraufklärerregiment der Light Dragoons aufgegangenen Regiments den Namen der kleinen Ortschaft im Landkreis Marburg-Biedenkopf auf seinen Fahnen. Die vorletzte größere Schlacht der Alliierten auf dem westlichen Schauplatz ereignete sich dann am 24. Juni 1762 bei Schloss Wilhelmsthal in der Nähe von Kassel. Hier gelang es Herzog Ferdinand und General Granby, die französische Armee unter den Prinzen von Soubise zu schlagen und sie zum Rückzug nach Kassel zu zwingen. Als einzige englische Einheit wurde den Northumberland Fusiliers vom König William IV. 1836 gewährt, den Namen Wilhelmsthal als eine Battle Honor zu tragen. Damit komme ich zum Fazit. Sowohl die Wahrnehmung und Deutung der Zeitgenossen als auch die historische Erinnerungskultur zeigen, dass der Siebenjährige Krieg gerade im Westen des Reiches von einer enormen Diversität an Akteuren, Territorien, Konfessionen und Interessen geprägt war, die sich einer eindimensionalen Narrativierung entziehen, wie sie lange durch einen Fokus auf Friedrich II. Und den schlesischen Kriegsschauplatz erzeugt wurde. Bereits die Zusammensetzung der Konfliktparteien hätte unterschiedlicher nicht sein können. Eine alliierte Armee aus unter anderem Engländern, Schotten, Hannoveranern und Braunschweigern stand einer gegnerischen Koalition aus unter anderem Franzosen, Sachsen und Kontingenten der Reichsarmee gegenüber. Die umkämpften Gebiete umfassten hannoversche, preußische, hessische oder auch fürstbischöflich münstersche oder kurkölnsche Territorien, deren Konfessionen wiederum sehr unterschiedlich waren. Den katholischen und franzosenfreundlichen Bewohnern der Städte Münster oder Paderborn lag mitunter wenig an einer Befreiung durch die Briten, gegenüber denen man mehr Vorurteile hatte als gegenüber den Franzosen. Die Personalunion kam als weiterer Faktor in diesen komplexen Gemengelagen hinzu und bildete selbst einen Untertanenverband mit unterschiedlichen Sprachen und Bekenntnissen aus. Ein besonderes Commitment für Hannover lässt sich in den Selbstzeugnissen der Redcoats allerdings nicht beobachten. Für sie blieb der Konflikt ein Stellvertreterkrieg und selbst gegenüber den Franzosen hegte man eigentlich keine tiefere Feindschaft. Für die britische Armee im Westen des Alten Reiches gestaltete sich der Alltag nicht grundsätzlich anders als für andere stehende Söldnerheere der Zeit. Ein Blick aus der Nähe zeigt jedoch auch gewisse Distanzen auf, die in sprachlicher, religiöser, sozialer wie kultureller Hinsicht zwischen den Briten und den Bewohnern der unterschiedlichen nordwestdeutschen Territorien bestanden. Das Spektrum reichte von Verachtung der Briten für die vermeintliche kulturelle und ökonomische Rückständigkeit nordwestdeutscher Reichsterritorien auf der einen bis zur Bewunderung der Gastfreundlichkeit seiner Bewohner auf der anderen Seite. Während bei der deutschen Bevölkerung spiegelbildlich Bilder einer versoffenen Soldateska wie von reichen und tapferen Soldaten aus dem Westen kursierten. Es galt unter den Bedingungen vor Ort zu leben und zu überleben, was in der Praxis auch bedeutete, dass es zu Übergriffen kam und die Armee sich nahm, was sie benötigte. Entsprechend uneinheitlich fiel auch die Beurteilung durch die Zivilbevölkerung aus. Imaginationen der Fremdheit, wie sie idealerweise die Schotten verkörperten, führten jedoch nicht zu unüberwindlicher Distanz, sondern zu einer kulturellen Vereinnahmung ihrer Alterität vor dem Hintergrund gemeinsamer Interessen. In der Erinnerungskultur zeigt sich schließlich abermals die Heterogenität der Konstellation auf dem westlichen Kriegsschauplatz. Die Erinnerung oszilliert hier zwischen lokalem Gedenken und regionalgeschichtlicher Forschung, dem hohen Stellenwert in der britischen Militärgeschichte und
dem kollektiven Vergessen innerhalb der deutschen Geschichtskultur. Die Memorierung der Personalunion ist insofern ein geeigneter Anlass, die Ereignisse auf dem westlichen Schauplatz des Siebenjährigen Krieges aus ihrem provinziellen Zusammenhang zu lösen und in den übergreifenden historischen Kontext von Kriegserfahrung im 18. Jahrhundert zu stellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.